Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Freunde. Ich bin Amex, neben mir der Alo und wir klären heute ein essentielles Thema für euch, nämlich für alle Offroad-Fans. Welche ist die perfekte Einsteiger-Enduro? Was braucht man? Wir haben wirklich von bis mit dabei. KTM 300 EXT TPI mit wirklich Werksteilen, Öl ins Komplettfahrwerk, feinsten Zubehör, aber auch was ganz quasi günstiges, 7200 Euro für die Beta X-Trainer 300 in Österreich. Also bleibt dran, wird sicherlich ein spannender Beitrag, nicht nur für Offroad-versierte Piloten, sondern vielleicht auch für solche, die es noch werden wollen. Liebe Leute, ich sag's euch, ich bin ganz fertig. Aber nicht deswegen, weil ich jetzt schon 2 Stunden da mit dem Alu fahren war, sondern ich bin ganz fertig, ich bin ganz ergriffen, weil wir ein neues Bike in der Redaktion haben. Und ihr wisst das eh mittlerweile, diese Tuner-Projekte, das liegt mir halt am Herzen. Und diesmal ganz speziell, was im Offroad-Bereich, Beta X-Trainer 300, ganz neues Gerät bei uns. Einsteigertauglich, wurde mir gesagt, aber vor allem für mich wichtig, günstig, wobei günstig, also es ist, wie soll ich sagen, ich glaube, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach wirklich top. Und da bekommt man an sich viel geboten und das war für mich genau das Bike, wo ich gesagt habe, jetzt nach 4 oder 5 Jahren, wo ich kein Enduro gefahren bin, das ist das perfekte Ding, um wieder damit anzufangen. Aber der Alu neben mir, natürlich eine der Koryphäen im Offroad-Bereich im 1000 PS-Büro, kann man so sagen, sicherlich einer, der am meisten fährt und der sich auch sehr gut auskennt technisch, glaube ich. Patrick, jetzt schieße ich gleich auf dich los. Deine erste Einschätzung zu X-Trainer 300 von Peter, wie bist du damit heute zurechtgekommen? Du, ich muss ganz ehrlich sagen, man geht ja nie so ohne gewisse Vormeinung in so einen Test rein und man schaut sich vorher die Unterlagen durch und dann bildet man sich vorher schon ein bisschen die Meinung drüber und für mich war das Motorrad eigentlich, so wie du es richtig gesagt hast, ein Einsteigermotorrad, aber ich glaube auch, oder beziehungsweise habe ich auch geglaubt, dass wahrscheinlich 90% der Enduro-Fahrer mit dem in Wirklichkeit komplettes Auslangen finden und auch zufriedengestellt werden damit. Und, so viel kann ich jetzt schon erwähnen, die 90% ist eher ein bisschen weiter unten angesiedelt. Ja. Du, ja, mir fehlt, ganz offen gesagt, ein bisschen die Bandbreite an Erfahrung einfach im Enduro-Bereich. Ich bin früher 250er Zweitakter gefahren, bevor Husqvarna noch bei KTM war. Also ich glaube, das war 2011 oder was, oder 10, ja, wo das so gekommen ist. Ne? Dreh herum 12, 13, glaube ich, war das. Ja, meine war, glaube ich, damals ein 10er Baujahr, wenn ich mich nicht irre. Aber in jedem Fall, jetzt lange Zeit nichts gefahren, jetzt wieder der Einstieg eben mit besagter Beta X-Trainer 300. Vielleicht umreißen wir kurz mal die technischen Eckdaten. 300 Kubik Zweitaktmotor an beiden Geräten. An der Beta jedoch konventionell mit Vergaser, allerdings mit Getrenntholzschmierung. Das heißt für mich auch als wie soll ich sagen, faulen Typ, der dann eben mischen will und zwei Kanister mit und herumpanschen mit dem Sprit. Ich fülle ganz normal Öl unter der Sitzbank ein, Sprit oben und das ist wirklich wunderbar unkompliziert in der Handhabung. Insgesamt ist sie natürlich ein bisschen kompakter gebaut, speziell im Vergleich zur KTM hat sie ca. 1,5 cm weniger Radstand. Man hat auch spürbar weniger zwischen den Beinen, sie ist schlanker. Aber jetzt ziehe ich gleich den nächsten Schluss, nicht so traillastig oder nicht gar so einsteigerorientiert oder frauenorientiert, vielleicht kann man das so sagen, wie die KTM Freeride, die ja, ja, du glaube ich auch schon mehrfach gefahren bist oder sehr gut kennst zumindest. Ne? Genau, ja. Definitiv. Bei der Freeride war es ja so, die sollte den Brückenschlag von Trail zu Enduro machen. Mhm. Da haben wir gesagt, okay, man will jetzt mehr oder weniger einen Hybrid machen, aus ja, beiden Welten das Beste vereint in die Freeride. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das haben sie auch geschafft, aber ich bin dann doch mehr Enduro-mäßig unterwegs und für mich war die Freeride dann doch ein bisschen zu klein, die Fähigkeit der Wege ein bisschen zu wenig und die Leistung generell war mir bei der Freeride auch ja, zu wenig. Und bei der Viertakt oder bei der Zweitakt? Weil später ist es nur mehr die 250er Viertakt bei KTM, glaube ich, im Portfolio gewesen. Ne? Genau so ist es. Also ich glaube, KTM hat damals angefangen mit der 350er Freeride, dann ist die 250er Zweitakt gekommen und jetzt gibt es nur mehr die 250er Viertakt. Und die 350er Viertakt hat mir eigentlich schon relativ gut getaugt. Es war leistungsmäßig schon fast an dem, wo ich mich wohlgefühlt hätte.
Die 250er, wie die 350er auf den Markt gekommen ist, habe ich mir eigentlich genau das in Zweiter gewünscht. Das ist dann ein Jahr später gekommen. Ich muss dann ganz ehrlich sagen, ich war dann ein bisschen enttäuscht, weil das leichte Zweitaggehabe in der Freeride nicht so zum Wirken gekommen ist, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Und die 250er jetzt, ja, ist nett, aber ist mir ganz ehrlich gesagt zu schwach. Okay. Na du, danke für die Einschätzung. Wie gesagt, mit der Freeride habe ich bin einmal drauf gesessen, aber habe jetzt natürlich nicht so die großartigen Erfahrungen sammeln können. In jedem Fall kann man kurzum sagen, die Beta sicherlich näher an einer Hard Enduro dran, als jetzt beispielsweise die KTM Freeride Familie war. Gehen wir vielleicht noch kurz weiter. Sie ist sehr, sehr leicht, was mir natürlich auch zugute kommt als Anfänger. 98 Kilo gibt Beta an, was natürlich ein Wahnsinn ist. Weil KTM, glaube ich, trocken ist schon deutlich mehr, 104,5 oder so oder 104,4 irgendwie, ja, um den Dreh. Ich glaube so um die 103, 104 Kilogramm. Ja. Wobei das verändert sich natürlich auch wieder, wenn man die ganzen Komponenten drauf schraubt, wird das natürlich mehr. Aber wenn man jetzt direkt umsteigt von der KTM auf die Beta, merkt man schon, du hast vorher gesagt 1,5 cm und so, das sucht jetzt bei den technischen Daten alles nicht so wirklich weltbewegend an, aber wenn man sie wirklich dann gleich mal umsteigt. Sitzhöhe vor allem merkt man dann auch, glaube ich, beim direkten Umstieg, weil da ist ein größerer Unterschied. Ne? Ja, Sitzhöhe, dann auch der schmale Tank, das ist alles viel kleiner, viel handlicher, fast wie auf einem Moped. Jetzt nicht negativ behaftet, sondern eigentlich leibend kompakt, handlich. Schlagt sich dann natürlich auch beim Fahren am Steilhang auf das Fahrerlebnis dann diese Zutaten, die man jetzt gerade besprochen haben, darauf gehen wir später noch ein bisschen genauer ein. In jedem Fall, wir haben natürlich auch vom Motor-Layout, das ist zwar ein 300 Kubik 2 Takter, aber die Krümmerbirne etwas schlanker, etwas anders geformt, als man das vor so einer typischen Hard-Enduro, KTM, Husqvarna, whatever, gewohnt ist. Wir haben auch eine variable Einlasssteuerung, das heißt, bei Beta hat man eine Einlasssteuerungsschraube im Außenbereich, die man relativ einfach dann an seine Bedürfnisse anpassen kann, sprich mehr Drehmoment oder mehr Spitzenleistung dann oben raus. Ich habe gar nichts angegriffen, sie ist jetzt so wie von Werk ausgeliefert und ich muss sagen, ich stehe total auf diesen kraftsparenden, drehmomentorientierten Charakter, wenngleich sie natürlich, ich bin ja auch heute deine gefahren, nochmal danke dafür, dass du mich fahren hast lassen, das zieht da oben raus schon ordentlich die Ärmel lang und hat natürlich auch ein bisschen insgesamt vom Fahrwerk, vom Layout eine andere Stabilität, speziell im Hochgeschwindigkeitsbereich, oder? Ja, vollkommen richtig. Es sind natürlich immer Leistungsangaben, sind immer sehr relativ. Ich habe die am Prüfstand gehabt und ich glaube, ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz genau darauf, mit der Auspuffbirne und mit dem Endtopf sind wir irgendwo bei einer Motorleistung von, ich glaube, 55 PS. Ist natürlich schön, nur wenn man sich anschaut, in welchem Leistungsbereich, dass man die fährt, beziehungsweise in welchem Drehzahlbereich, dass man fährt, dann ist man, glaube ich, zu 80% im unteren Drehzahlbereich. Okay. Und somit ist halt Leistung in Wirklichkeit komplett wurscht. Was wirklich wichtig ist, ist Drehmoment. Und da haben beide Motorräder mehr als genug. Das hat natürlich die KTM ums Gespüren mehr, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, bei der X-Trainer geht mir irgendwas ab. Ja. Nein, das habe ich halt auch an den Steilhängen gemerkt. Das Terrain, wo wir heute unterwegs sind, war doch eher anspruchsvoll für mich als Einsteiger. Und du hast wirklich viele Steilhänge, wo die sich dann wirklich noch aufzieht und wo sie halt einfach nicht abstirbt oder wo du nicht den Motor abwürgst. Also es hat wirklich auch ein angenehmes Polster unten raus. Natürlich auch vielleicht darum, weil der Motor jetzt neu ist, mit einer Ausgleichswelle, mehr Schwungmasse, mehr Drehmoment, das seit dem 2020er Modell ja bei der Beta X-Trainer und natürlich ein irrsinniges Komfortplus, weil diese Vibrationen viel, viel weniger sind, als wie noch von alten Geräten ohne Ausgleichswelle. Da hat sich schon viel getan. Ich meine, die hat ja auch eine Ausgleichswelle drin, die hat natürlich jetzt auch noch die Einspritzung mit drin, was das vielleicht auch in diversen Bereichen noch ein bisschen harmonischer insgesamt gestaltet, die Laufkultur. Aber kann man schon sagen, selbst bei den Zweitaktern hat sich doch entwicklungstechnisch einiges getan noch die letzten Jahre. Ne? Wahnsinn, also immer das Vorgängermodell von ihr gekauft, das war die letzte, war glaube ich Baujahr oder Modelljahr 2016 mit dem alten Motor ohne Ausgleichswelle. Aber man dachte, du sitzt da jetzt auf bewährte Technik, da kann nichts hin sein, das gibt es jetzt seit knapp 20 Jahren und ist halt über die Jahre immer weiterentwickelt worden. Und ich habe ein bisschen Angst gehabt, wie 2017 der neue Motor gekommen ist, wo wirklich alles neu war mit Ausgleichswelle, neues Motorenkonzept, dann kurz später auch mit der Einspritzung. Da habe ich gedacht, nein, setzen wir lieber auf die alte, bewährte Technik. Und bin dann mit meiner Motor gefahren, war am Anfang glücklich, bis ich dann die 2017er gefahren bin. Ja. Mit Ausgleichswelle, das brüllt nicht mehr, das fährt so schön harmonisch, also da habe ich mir echt den Arsch bissen, dass ich mir dann die alte gekauft habe. Ja.
Aber 2017 war jetzt, also ich glaube Einspritzung bei KTM ist erst 2018 gekommen, genau, so oder? Ist es. Ja. Es ist in zwei Schritten gekommen. Es ist im 17er Jahr ist der neue Motor mit der Ausgleichswelle gekommen, auch schon mit, glaube ich, mit der Getrenntölschmierung, wobei, das ist Bullshit, der neue Motor mit der Ausgleichswelle und dem neuen Vergasersystem und ein Jahr später dann drauf mit Getrenntölschmierung und mit der Einspritzung. Na du, wie gesagt, also da kann man schon eine Empfehlung aussprechen. Ich weiß es von meinem Bruder zum Beispiel, der hat auch ein 2018er, keine KTM, sondern ein Husqvarna. Und das läuft auch wirklich schon sehr harmonisch. Aber ich glaube, die Einspritzung haben sie dann quasi das Jahr darauf oder was, zwei Jahre später, 2020, haben sie nochmal ein bisschen angepasst. Ja. Und bei den neuen Modellen ist das bei KTM sicherlich nochmal das Einzelchen dann feiner im Ansprechverhalten in der Dosierbarkeit. Jetzt machen wir aber trotzdem nochmal ein bisschen weiter mit den technischen Eckdaten. Wir waren ja noch nicht ganz durch. Jetzt muss man schon sagen, Beta X-Trainer 300, natürlich ist sie etwas mit weniger Federweg gesegnet, ganz einfach. Da im Hintergrund haben wir jetzt den mähenden Traktor, aber ich hoffe, lieber User, der stört euch nicht in der Geräuschkulisse. In jedem Fall, ich bin ja nicht der Faktenfaul, jetzt habe ich ein bisschen einen Schummelzettel braucht. In jedem Fall haben wir vorne 270 mm Federweg, hinten ebenfalls 270 mm. Beispielsweise die Beta RR, also das Hard Enduro Schwestermodell, hätte dann um 2 bzw. 2,5 cm mehr mit 295 an der Front und 290 hinten. Sie haben aber interessanterweise beide die gleiche Bodenfreiheit. Bei beiden Beta-Modellen, also X-Trainer 300 und dann die stärkere, sportlichere RR 300, beide haben da 320 mm. Aber der große Schritt ist ja dann bei der KTM. Da sieht man schon, dass KTM das Ganze ein bisschen mit, vielleicht mehr aus dem Motocross-Bereich kommen, schon radikaler aufgestellt hat. Patrick, ich habe da die Daten auch nochmal von deiner, falls du das nicht im Kopf hast. Natürlich da haben wir nicht. 300 mm an der Front, 310 mm am Heck und die Bodenfreiheit ist doch mit 5 cm mehr signifikant höher, aber... Da muss man jetzt aufpassen, die Bodenfreiheit, wenn man es jetzt am Motorraum bzw. an den Unterzügen sieht, ist bei beiden wahrscheinlich ident. Was da das größte Problem bzw. was die 5 cm Unterschied ausmacht, ist einfach die Umlenkung, die bei der KTM nicht vorhanden ist. Also das ist natürlich klar, die Bodenfreiheit wird am tiefsten Punkt gemessen und da haben wir eine Umlenkung, die natürlich da 3-4 cm ein Stück in jedem Fall halt hinunterragt und das resultiert halt auch dann darin in den technischen Daten. Ja, ich glaube, damit haben wir das Ganze von den Hardfacts einmal umrissen. Wie ist denn dir subjektiv von der Sitzposition oder von der Stehposition, muss man fast sagen, gegangen? Lenker, ist das in dem Fall ein eklatanter Unterschied? Wie ist denn da gegangen? Was hast du da festgestellt? Naja, Lenker ist, glaube ich, bitte nagel mich jetzt nicht darauf fest, aber ich hoffe, dass das stimmt. Glaube ich, ein bisschen schmäler als wie auf der KTM. Oh, habe ich auch so empfunden zumindest. Ich habe es nicht im Kopf, aber ich habe es so empfunden. Ja. Ein bisschen schmäler und es ist alles generell ein bisschen kompakter und ein bisschen handlicher. Also es ist dieses Moped-like, was ich vorher gesagt habe, kommt nicht von ungefähr. Wobei, wiederum nicht negativ behaftet, das bringt eigentlich für Einsteiger und im diffizilen Gelände eigentlich nur Vorteile. Ja. Ich glaube auch, also wenn man damit sich mal auf die Motocross-Strecke wagt, dann ist das natürlich für einen Einsteiger auch, denke ich, machbar. Aber natürlich habe ich jetzt nicht so die Durchschlagsreserve, die halt beispielsweise jetzt eine KTM oder eine Husqvarna bietet oder vielleicht auch Yamaha, wenn man da den Vergleich ziehen möchte, ja, mit einer WR250 oder WR450 oder was. In jedem Fall aber für meine Zwecke als Einsteiger absolut ausreichend und ich betone es nochmal, wahnsinnig kräftesparend und das habe ich halt sehr genossen. Aber hast du, Patrick, Situationen gehabt, wo du meinst, okay, da war jetzt die KTM richtig im Vorteil oder da hast du doch dann auf deinem Gerät bedeutend wohler gefühlt, wo ist dann sowas untergekommen? Es waren solche Auffahrten, wo du eben dann nur mehr raufnudelst, im wirklichen untersten Drehzahlbereich, ja, wo meine dann halt ein bisschen mehr Drehmoment hat. Ja. Da musst du halt mit ihr ein bisschen spielen, eventuell Kupplung schleifen lassen und ein bisschen mehr Gas, aber es sind jetzt keine eklatanten Unterschiede. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, die X-Trainer kackt massiv ab, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, ich bin eigentlich schwer begeistert jetzt mittlerweile von dem Motorrad und was mich selber ein bisschen geärgert hat, weil ich jetzt eigentlich auf das falsche Pferd gesetzt habe, je diffiziler, ich habe es vorher schon angeschnitten, es wird und je schwerer es wird, also ja, ich sehe das gleiche eigentlich. Jetzt hat es da ganz wirklich verwinkelte Passagen, verwinkelte, ja, also Steilhänge, wo links, rechts das Motorrad wuchten muss und so, doch hast du den Vorteil dann bei der Beta gemerkt, oder? Irre. Also es war vorher die Abfahrt, die war scheiße steil, das war so 300 Meter Abfahrt. Ja. Da habe ich auf meiner dann schon ziemlich Respekt, weil du eben ein bisschen höher bist und dich nicht so sicher fühlst. Ja. Auf der X-Trainer dann bin ich, also ich würde sagen, sicher um 5 bis 10 km/h schneller da runtergefahren, ja, weil man einfach sicher gefühlt hat und man denkt, da kann eh nichts sein. Und dann beim Rauffahren,
wir haben es vorher schon angesprochen, Trockengewicht sind glaube ich nur 5 Kilo Unterschied. Mhm. Aber sie ist doch ein bisschen exponiert, ein bisschen größer gebaut. Bei dem Zickzack, beim Motorrad so mit umheben, gehen die ersten paar Zickzacks gegen lässig. Nur dann ist mir die Kraft ausgegangen. Und bei ihr, die hebst du immer wie am Moped. Also echt, da habe ich den größten Vorteil bei ihr erkannt eigentlich. Das ist echt geil gewesen. Na du, wenn du das auch so siehst, das ist natürlich für mich wirklich spannend, wie ein versierter Fahrer das sieht, wie der das einschätzt. Aber Stichwort versierter Fahrer, jetzt hol mir noch wen vor die Kamera. Manni, komm her kurz einmal. Das ist nämlich der Mann, der uns das alles ermöglicht hat heute hier. Ganz gut. Hupf Hummer, ich mag die Fragen, weil der Manni ist natürlich jetzt vielleicht fahrerisch dem Patrick, nimm es nicht böse, aber noch ein bisschen überlegen. Und mich würde jetzt wirklich interessieren, der Manni fährt nämlich auch ein 300er KTM, wie der heute mit der Beta klarkommen ist und wo er die Vorzüge sieht. Du kommst eigentlich nicht ursprünglich von da, du bist der Tiroler, oder wie? Ja, Tiroler. Ja, und ich glaube, den Lettenbichler kennst du auch ganz gut, ne? Ja, Manni und so kenne ich auch, Andi auch. Also ein Nachbarn ist mir gezwitschert worden. Ja, sind wir mal gewesen, ja. Na du, wie gesagt, ich will dich gar nicht zu lange da jetzt bemühen vor der Kamera, aber vielleicht, wenn du mir das sagen kannst, gerade am Steilhang oder wo war es für dich am signifikantesten, wo hast du den Unterschied am meisten festgestellt und wo hat sie vielleicht ihre Vorzüge, die Beta? Also ich muss sagen, für den Handling her, ich bin so zickzack, wie es der Patrick vorher schon gesagt hat, ja. Das Zickzackfahren, das ist extrem. Also so brutal handlich, kommt die KTM nicht so hier. Also es ist einfach viel leichtgängiger. Ich sage halt, wenn du so lange Steilpassagen hast, ist ein bisschen, kannst du ein bisschen mehr Power haben, aber so richtig hart Enduro, Top-Gerät. Ja. Ich glaube, du hast es vorher auch gesagt, von der Gewichtsverteilung her. Ja, ich glaube, die KTM ist ein bisschen kopflastiger als wie die Beta, oder? Viel kopflastiger. Die Beta ist, glaube ich, genau 50-50 ausgewogen. Jetzt kriegen wir Besuch vom Hunderl, vom Haushund, der schimpft schon. In jedem Fall, Manni, wenn du mir vielleicht eine Frage noch sagst, also wenn man jetzt sagt, die Beta kauft man sich als Hobbyfahrer, passt das glaube ich wirklich perfekt, aber du bist ja einer, der auch wirklich Bewerbe fährt, der regelmäßig irgendwo teilnimmt, wo sind da vielleicht dann die Nachteile oder wo glaubst du, steht sie dann an mit ihrem Können oder mit ihrer Ausstattung? Also mir kann viel, wenn es ganz schön schnell rennen geht, nachher wird es ein bisschen zu wenig Soft haben, aber wenn es so Hard Enduro, optimale Gerät, also Hard Enduro und Enduro wandern und für Anfänger, ich dachte, optimal. Ja. Preis-Leistung ist auch super. Ja. Das müssen wir eh noch ansprechen. Preis, ich habe es eingangs schon erwähnt, in Österreich 7.200 Euro. KTM natürlich doch ein bisschen teurer mit 10.500, glaube ich, mittlerweile. Ne? Schon über 10.000 Euro bei der KTM 300. Ja. Ja. Und da bekommen wir wirklich was geboten und wie gesagt, gerade für einen Einsteiger, wirklich das optimale Gerät. Und Manni, jetzt bist du wieder entlassen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Einschätzung, für deine Meinung. Passt. Danke dir. Ja, lieber User, aber wir können es ja nicht lassen. Eingangs habe ich auch schon ein bisschen erwähnt, es ist ja auch so ein kleines Tune-Up geworden im Offroad-Bereich. An der KTM hat der Alo natürlich schon sehr viel gemacht, da gibt es einen eigenen Beitrag dazu, das könnt ihr euch auch gerne anschauen. Viele, viele, viele edle Teile drin, Motormaster, Bremsscheiben, X-Grip-Protektoren, Öl ins Fahrwerk natürlich allen voran. Ist wirklich eine spannende Geschichte für KTM-Besitzer und KTM-Fans. Da möchte ich das jetzt für euch auch noch kurz umreißen. Ich komme da kurz nach vorne. Wir haben natürlich auf den ersten Blick einmal einen sehr massiven Motorschutz drauf von der Firma Dovatec. Sicherlich einer der deutschen Hersteller, die da wirklich viel Erfahrung und Know-how mit reinstecken. Immer wieder die Produkte auch weiter anpassen, erarbeiten und ich bin, muss ich ganz offen sagen, übers Internet auf die Firma gekommen, weil das natürlich auch einer der wenigen Hersteller ist, der halt für diese X-Trainer überhaupt was im Sortiment hat. Ja, dann habe ich es natürlich nicht lassen können. Ich kippe immer ein bisschen rein in so Tune-Up-Geschichten und sehe dann zum Beispiel diese Titan-Fußrastenanlage von X-Grip, diese Titan-Piranhas und kann es dann nicht lassen und habe mir gedacht, die brauche ich auf jeden Fall auch noch. Spart Gewicht, schaut geil aus und der Dreck fällt wirklich wunderbar in der Mitte durch, die haben eine ganz große Aussparung. Und als großgewachsener Pilot auch ein Vorteil, halber Zentimeter weiter unten und ein halber Zentimeter weiter tiefer, dann findet man in den Rasten wirklich eine gute Positionierung. Hinten habe ich noch, weil der Auspuff, der Endtopf ein bisschen exponiert ist an dieser X-Trainer, so einen Acerbis Auspuffschutz drauf. Oben natürlich ganz klar ersichtlich auch von Dovatec die Handguards, wirklich eine sinnvolle Sache. Ebenfalls von Dovatec unten noch der Bremsscheibenschutz. Na, jetzt schaue ich gerade, der hat eh schon ein bisschen was abbekommen heute, also der hat schon gute Dienste geleistet. Und jetzt muss ich noch rundherum schauen. Eine Sache, Pflichtprogramm könnte man jetzt fast sagen, Bergeschlaufe in dem Fall noch von X-Grip mit drauf. Die wird von außen geschraubt, da braucht man die Gabel nicht ausbauen. Und natürlich, das hätte ich jetzt fast vergessen, eines der wichtigsten Teile, der Kühlerschutz, ebenfalls von Dovatec. Wirklich sehr massives Teil und wenn es dich da im Gelände schmeißt, wenn du da mal ordentlich das Bike hinhaust, bleibt der Kühler heil und insgesamt hat es glaube ich eine tolle Stabilität dann da drumherum. Patrick, jetzt komme ich wieder zu dir nach hinten.
von diesen Teilen, die ich jetzt aufzählt habe, was ist essentiell, was würdest du jedem empfehlen? Ich weiß, das ist ein bisschen eine Glaubensfrage, Carbon-Krümerschutz, Aluminium-Krümerschutz, Gorka-Krümerschutz, was sind deine Erfahrungen? Du, ganz ehrlich, so wie du es jetzt aufgeklärt hast, das sind alles sinnvolle Teile und ich würde es mir, ich habe es bei meiner genauso gemacht, ich habe jetzt kein Birnenschutz, weil ich ihn jetzt runtergeschraubt habe, aber Birnenschutz ist halt gerade am Anfang immer ein Thema, wenn man es meistens auf die Seiten legt, dann ist es dann einteilt, dann ist das Ansprechverhalten, die Leistung weg. Kühlerschutz definitiv essentiell, man braucht nur auf irgendeinen Baumstumpf, auf irgendeinen Star drauflegen, da hast du einen Mörder-Tön drin, im schlechtesten Fall rinnst, du musst den Kühler tauschen. Die Dinger sind schweineteuer. Handguards gibt es natürlich ein bisschen zweigeteilte. Ja, offen oder geschlossen, das ist immer die Glaubensfrage. Ne? Ja, ich bin auch ein Fan von Handguards, wie man es auf meinem Moped sieht. Erstens einmal, weil es die Armaturen schützt und zweitens, wenn du irgendwo durchs enge Gestrüpp fährst, zieht der Kastel die Bremsen, ja. Und es schützt auch natürlich die Hände. Die offene Variante ist natürlich jetzt von dem her besser, weil es durch das Motorrad ein bisschen schmäler wird, ja. Und du schaffst dann nicht so bei den Barmann. Und du hast weniger Gewicht am Lenker. Ich glaube schon in schnellen Passagen, wo du viel, viel hin und her musst, ja. Und da merkst du auch, ob ein Gewicht dran ist oder nicht. Ja. Ne? Genau, ja. Und natürlich auch solche Haltegurte, wie es du auch drüben verbaut hast, das macht halt gerade beim Rausziehen, wenn man sie irgendwo rausziehen lassen muss. Du nennst das so nicht Haltegurt. Bergeschlaufe klingt so dramatisch, gell? Nein, es ist einfach zum Anhalten, wenn man jetzt so ein paar Bier getrunken hat, ist das auch ganz praktisch so, als Sicherheit. Und, wunderbar. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, Lüfter hat deine serienmäßig um? Lüfter, wirklich sehr lobenswert, vor allem auch wegen des günstigen Preises, ist er an der X-Trainer serienmäßig mit drauf, an den RR-Modellen von Peter nämlich nicht, soweit ich weiß. Erst an der Factory wieder, ne? Oh, auch nicht. Also ich hatte eben auch nicht. Also nein, ich habe meinen auch nachträglich einbauen müssen. Und das, heute haben wir es gesehen, bei Auffahrten schaltet er sich dann schon immer wieder ein. Macht definitiv Sinn. Definitiv. Ja, und ich glaube, in diesem Sinne sind wir es dann im Großen und Ganzen durch. Ah, jetzt fällt mir noch eins ein, beim Krümerschutz, also beim Motorschutz unten, habe ich was Essentielles vergessen. Dovatec natürlich hat auch den riesen Vorteil, die kombinieren nämlich die Gleiteigenschaften von Kunststoff mit dem wirklich massiven Aluminiumschutz, indem die einfach unten noch eine dünne Kunststoffplatte draufgeschraubt haben, die auch dann weitergeht in diese Umlenkhebelei, in diesen Schutz da. Und damit gleitet man einfach, gerade auf steinigen Passagen, aber auch bei Holzstämmen und so merkt man das, gleitet man spürbar leichter drüber. Wenn du nur einen reinen Aluminiumschutz nimmst, ist das meiner Erfahrung nach eher immer sehr hakelig und bleibt man gern hängen irgendwo. Ne? Das definitiv, ja. Wenn man die Hindernisse noch nicht so gescheit umfahren kann. So wie ich heute, meinst du, oder? Ich wollte es jetzt eigentlich nur durch die Blume so sagen, wenn du drauf fährst auf den Baumstamm und dann mit dem Hinterrad so scherst, das ist wie wenn das anbiegt wäre. Das ist nicht leibend. Ansonsten vom Zubehörportfolio kann man wirklich, muss man sagen, zum Glück auch sehr, sehr viele Sachen montieren, die halt auch auf die normalen Beta-Modelle passen, wie zum Beispiel hinten eben dieser Bremsscheibenschutz und so. Also die Schwinge ist wirklich nicht angetastet, die Gabelbrücken etc. Wobei die Gabel, das habe ich jetzt auch noch nicht erwähnt, ist eine 43 mm Durchmesser, Standrohrgabel. Mhm. Was jetzt natürlich bei den RR-Modellen von Peter schon 48 mm ist und bei dir, glaube ich, auch 48 mm ist. Also daher resultiert natürlich einerseits ein bisschen von der kürzeren Bauweise, von den schlankeren Komponenten drauf. Daraus resultiert natürlich auch diese Gewichtsersparnis. Aber in Summe im Fahrbetrieb merkt man jetzt nicht, dass das, also Fahrwerk haben wir vielleicht noch gar nicht so thematisiert, merkt man nicht, dass das schlecht anspricht oder irgendwie nicht auf der Güte wäre von einem normalen KTM-Fahrwerk oder so, merkt man nicht wirklich einen Nachteil, oder? Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich dieses... damit kann man es vielleicht nicht ganz vergleichen. Das ist eine andere Welt. Ja. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir haben heute auf der Strecke eigentlich alles dabei, also 90% von dem dabei gehabt, was ein normaler Enduro-Fahrer in seinem Leben erlebt. Und für das ist es vollkommen ausreichend. Und ich habe es eingangs schon erwähnt, ich habe mir zuerst gedacht, naja, 90% werden wahrscheinlich mit dem Motorrad zufriedengestellt werden. Mittlerweile glaube ich, dass eher 95% für die Enduro-Fahrer mit dem Paket eigentlich mehr als ausreichend haben. Und vor allem Preis-Leistung ist mörderisch. 7,2, außer wir jetzt leider schon auf... Bei 20 in deinem Umbau? Reden wir nicht mehr drüber. Na gut, aber ich glaube, das können wir jetzt so stehen lassen. Ansonsten, ich hoffe, wir werden noch viel Freude mit der Beta X-Trainer haben. Momentan, glaube ich, sind irgendwie 5 Betriebsstunden drauf. Erstes Service habe ich übrigens machen lassen beim Bertel Racing, Hard Enduro Shop. Danke an dieser Stelle auch dafür. Der hat uns das erste Service gemacht und hat eine perfekte Arbeit auch abgeliefert und hat uns gut beraten, auch in Sachen Zubehörteilen etc. Danke hier nochmal dafür. Ja, Patrick, und jetzt, glaube ich, sind wir durch, oder? Magst du das Schlussplädoyer?
Boah, Schlussballett, oh je. Ja, was die bedanken, so, Daumen hoch, pfiat euch und so. So, ja, Mani, danke, super gemacht, dass wir da sein haben dürfen. Ich habe jetzt eher die User gemeint, aber... So, ja, ach so, ja, schön, die war ja auch da, genau. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Wir haben jetzt, glaube ich, eine Viertelstunde gequatscht, aber wahrscheinlich eh schon wieder die Hälfte vergessen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt... Ich glaube eher 30 Minuten, aber... Wirklich so lang? Ach, schlecht, die Zeit verfliegt. Also ein besonderes Danke an alle, die dran geblieben sind und nachdem du nicht zum Punkt kommst, mache ich das jetzt dann. Liebe Leute, schenkt uns einen Daumen hoch, lasst uns ein nettes Kommentar da, wenn ihr Fragen habt zu Peter X-Trainer oder auch zum Tune-Up vom Alu, wobei da gibt es ein eigenes Video. Schreibt uns das auch unten rein. Wir freuen uns auf eure Anteilnahme. Macht es gut. Wir gehen jetzt am Nachmittag noch ein bisschen fahren und genießen das schöne Wetter hier. Wir sehen uns demnächst wieder. Bleibt sitzen oben. Ciao, liebe Leute. Tschüss.